alle anderen Teams deutlich schlechter. So, Rom mit ein bisschen Glück, Alanov dann in die Schlittschuh. Von Kunz, Kunz, Tor! Tobi Kunz, 35 Sekunden gespielt, eiskalte Dusche, es ist der angesprochene Konter. Scheibenverlust von Alanov. Und dann ist es ein 3 auf 2, zum Schluss ein 2 auf 1 und Tobi Kunz ab ins kurze Eck. Verspringt die Scheibe, das ist die Chance und das Tor und es ist wieder Krestan. Ja, wenn es einmal läuft, dann läuft's. Radek Krestan, was für ein Fehler da in der Defensive. Könnte Marton Wasch gewesen sein mit dem Querschläger und das nutzen die Teufel sofort aus. Radek Krestan, 15. Saisontor und an diesem Wochenende Nummer 4. Vielleicht auch ein kleiner Eisfehler drin da. Sehr gut gemacht von Meisinger, der die Scheibe zurückerobert. Sehr wachsam da, Dominik Meisinger. Schuss, Krestan, Tor! Radek Krestan! Tor Nummer 5 an diesem Wochenende. Und es ist wieder der One-Timer. Und da haben sich die Freiburger das Video vom Freitag aus Riessersee nicht angeschaut. Das ist ja eine Kopie des Treffers. Scheibe quer und Radek Krestan lädt durch. Linsenmeier. So, wo ist er? Wieder Nico Linsenmeier. Gut gespielt. Und das Tor. Ein starker Schuss von Marton Wasch. Und zuvor war stark von Linsenmeier, der erneut die Vorlage gibt. Und der Ausgleich durch Marton Wasch, Ex-Löwe Frankfurt. Und bereits sein 12. Saisontor. Hof bringt die Scheibe rein und dann ist das passiert. Marc Wittfurt steht im Slot völlig frei. Und Freiburg dreht die Partie. 13. Saisontor für Wittfurt. Keine Chance für Mikko Remmel. Und dann ist es diese unnötige Strafzeit von Markus Götz, die... Scheibe läuft, Krestan. Jetzt 6 gegen 5. Remme hat natürlich das Eis verlassen. Gute Bewegung, Johansson. Ah, vergisst die Scheibe. Riesle kommt aber nicht ran, Gerstung. Krestan. Jetzt ist es schon ein Powerplay. Gerstung. Krestan. Und der Schuss kommt, Würfel, Nachballer, Tor! Nickt ihn hin, aber so wie es ausschaut, gibt der Unparteiische den Treffer nicht, weil er abgepfiffen hat. Und das wäre natürlich eine unfassbare Fehlentscheidung, wenn er das wirklich nicht gibt, das Tor. Also Wölfel hat ja die Scheibe nie und nimmer unter Kontrolle. Was war denn? Und der Unparteiische hat da wohl abgepfiffen in dem Moment, wo der Torhüter die Scheibe berührt, lässt sie abprallen, die Nien ist da, macht den Treffer. Und jetzt gibt der Unparteiische das Tor scheinbar nicht. Aber hören wir drauf, was sie sagen. Und genau so ist es, wie ich sie eben erklärt habe. Der Unparteiische hat tatsächlich nach der Berührung von Wölfel abgepfiffen, obwohl er sich jetzt nochmal Videobeweis anschaut, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, schaut sich tatsächlich nochmal auf dem Videobeweis an. Also, wenn er tatsächlich abgepfiffen hat, dann ist es eine unfassbar schlechte Leistung in dieser Situation. Denn dort abzupfeifen ist natürlich eine absolute Frechheit. Klar, die Regel besagt Folgendes: Hat Freiburg den Puck unter Kontrolle, ein Spieler der Freiburger, dann wird abgepfiffen. Der Torhüter lässt den Puck abprallen. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung jetzt. Er gibt das Tor nicht. Die Freiburger. Am langen Pfosten ist dann wieder Krestan, hier unten. Johansson nimmt sich den Schuss, Tor! Durch die Beine von Wölfel, den hat er nicht gesehen. Und als er ihn sieht, da zappelt er schon im Netz. Joel Johansson, extrem wichtiger Treffer. 4 Minuten 19 vor Schluss, Powerplay-Tor. Und nachdem ich bei Markus Götz im zweiten Abschnitt sagte, diese unnötige Strafzeit, diese unnötige Behinderung führt zu einem... Klar, diese Reihe um Johansson. Meisinger, Krestan. Johansson, Soro, Denin. Und Krestan, die sind natürlich auch schon ewig auf dem Eis in diesem letzten Abschnitt. Krestan, gute Scheibe auf den kurzen Pfosten und Wölfel ist da. Und da hat der Unparteiische wieder abgepfiffen, obwohl die Scheibe scheinbar noch hinter Wölfel frei lag. Ganz routiniert Maton Vas, der ungarische Nationalspieler. Johansson bleibt hängen, vielleicht sogar noch mal die Möglichkeit für Billig. Ja, die letzten 4 Sekunden laufen. Es muss ein schneller Abschluss her. Wölfel ist da und so geht's hier also in die Overtime. Und die Punkteteilung ist insgesamt gerecht. Denin. Nochmal Denin. Ja, und so laufen die letzten Sekunden runter. Vielleicht geht noch ein Schuss über Whitford. Nochmal Whitford, wird von den Beinen geholt und das war's dann. Es geht auch noch in ein Penalty-Schießen. Charlie Soro also gegen Wölfe. Wenn der Unparteiische dann endlich soweit ist, dann könnten wir auch. Puck gefunden, ja, so ist es. Also, Soro gegen Wölfel. Und Soro trifft. Abgezockt gemacht, Charlie Soro. Und auf der anderen Seite dann der von mir schon angesprochene Radek Duda. Nicht gerade ein Fanliebling hier in Bad Nauheim. Duda gegen Remme. Und Remme. Ah, verzockt sich Duda. Wartet zwar extrem lang, aber in dem Fall zu lang, denn der Winkel wird zu spitz. Und Remme macht's gut. War der Krestan für Bad Nauheim. Ich hätte heute ein Tippspiel ausfüllen sollen, wobei so schwer war es jetzt auch nicht, bei Bad Nauheim die Schützen rauszufinden. Also Krestan könnte jetzt den Freiburger Schützen dann schon extrem unter Druck setzen. Krestan gegen Wölfel. Krestan trifft. Auch der über den Schoner drüber. Und das heißt, Nico Linsenmeier, den ich ja auch angesprochen hatte, der muss gegen Remö treffen, sonst geht der Zusatzpunkt an die Roten Teufel.
Linsenmeier gegen Remme. Remme hält, Bad Nauheim holt den Zusatzpunkt und verdient den sich auch insgesamt in einem tollen Eishockeyspiel. Siegt also der EC Bad Nauheim mit 4:3 nach Penaltyschießen und springt damit auf Platz 10, auch wenn man ein Spiel mehr hat. Wichtig für den Kopf, vorbei an Riestersee. 5-Punkte-Wochenende an diesem doch ganz wichtigen Wochenende. Aber trotzdem auch Glückwunsch an die Freiburger für diese tolle Auswärtsleistung. Ich gehe davon aus, wenn die Freiburger dieses Niveau halten, dann wird man sich in den Playoffs sicher wiedersehen. Vielleicht hier ja schon in Nauheim.